Rückblende auf Lengede. Vor einer Woche berichteten wir über die Schlagzeile einer Zeitung, die bei den Rettungsmannschaften in Lengede auf scharfe Kritik gestoßen war. Der journalistischen Fairness halber geben wir Heinrich Braune das Wort. Ich darf als Chefredakteur dieser Zeitung heute sagen, dass das Vorzeigen dieser Ausgabe eine falsche Vorstellung in der Öffentlichkeit hervorgerufen hat. Denn bereits nach 50 Minuten änderte die Hamburger Morgenpost, wie das in jenen Tagen verstündlich notwendig war, ihre Schlagzeile in 30 wollen mit dem Fahrstuhl in die Hölle. In dem Augenblick der Erklärung von Herrn Direktor Stein waren bereits mehrere hunderttausend Stück dieser Ausgabe verbreitet. Ja, schon die neue Zeitung ging in dem Augenblick in die Druckerei. Ich glaube, dass man diesen kurzen Missklang in der ständig dramatisch veränderten Situation nicht überbewerten sollte. Lenken wir lieber wieder den Blick auf die Türme, die uns an ein menschlich bewegendes Ereignis erinnern. Das zweite Sternbild der neuen